Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ark. Ja, und ja, wieder mit... Ja. wieder mit am Start ist der Sergeant Möller. Ein freundliches Salut meinerseits. Der Noxy. Hallöchen, Leute, lang nichts gehört. Und der Yannick, beziehungsweise der Geiserich. Ja. Ja, genau. Und natürlich ist der Onkel, logisch. Was wir heute machen, keine Ahnung, ich wüsste noch nicht so richtig. Wir wollten eigentlich, haben wir gesagt, Drachen, aber wir brauchen erstmal noch Sachen dafür, um dass wir den Drachen richtig zähmen können. Und ja, was, du wolltest mir was zeigen, Noxy. Das können wir vielleicht mal gleich mal machen. Was? Jetzt? Ja, was jetzt? Warte mal kurz, so 20 Sekunden. Achso, ich wollte ja mal... Was? Komm. Jawohl. Oh. Ach so. Die Lauf- also okay. Ich habe das im letzten Part, wo wir auf Reisen gegangen sind, komplett vergessen. Ich führe euch jetzt mal hier im Lager rum. Also das hier ist unsere kleine Taming-Station, die haben sie hier gebaut. Da wurde gerade ein Dilofo im Level, was war das für Level? Der kam mit Level 96 an. Okay. Und das ist jetzt Level 114. Yay. Okay. So, dann haben wir hier viele, was war denn das, Misthaufen, Mistscheiß, Kack. Das ist hier der verzweifelte Versuch, ein Piratenboot zu bauen, sagte uns der liebe Dynamo, der hat das nämlich hier gebaut, was immer noch so ein bisschen komisch aussieht, aber naja, es ist, grenzt ganz leicht an einem Boot. Also meiner Meinung nach hat er für das Bausystem alles rausgekitzelt, also ja, sehr viel rausgekitzelt. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn das von Rising Dead hier drin? Was ist denn? Das ist der Name von dem Raft. Ach so, ich dachte, da ist ein Dino drin. Gilt. Ich dachte, das ist ein Dino, da ist ein Dino drin. So, dann haben wir hier ein kleines Feld. Ich muss sagen, ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich bin jetzt gerade hier auch neu, sozusagen. Das ist hier unser kleines Feldchen. Was haben wir denn hier für Dinos? Wir haben hier diesen Dings, das komische Pferd, das hatten wir schon, Carlo. Wir haben hier ein Drake, wir haben hier so ein Sargo, wir haben ein Skorpion, wir haben zwei Fliegeviecher, drei Fliegeviecher. Ja. Haben wir hier ein Vier. Ein, hier guckt der Angeline, ja, meine Frau. Da habe ich auch schon was zu meiner Frau gesagt. Guck mal, du bist jetzt hier mit am Server. Das ist, und deine Frau hat einen längeren als du. Mach dir mal Raptor. Gedanken. Ja, ich sagte auch direkt Arschloch zu mir. was haben wir denn hier? Lauter Dilos. Okay. Ja, da scheißt mir erstmal hier ein Bild. Dann haben wir hier noch einen Trike. Die Ulrike. Da haben wir noch einen Trike. Achso, das Lager habt ihr noch nicht gesehen. Hier ist ein riesengroßes Lager gebaut worden. Ja. Was irgendwie noch keine richtige Verwendung findet. Aber das kommt noch. Naja, ist es noch im Bau. Ja, also auf alle Fälle soll es ein... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8-stöckiges Lager werden, wo man auch noch ein komplettes Hotel drin setzt, beziehungsweise auch noch oben ein Flugdeck mitsamt allem, was dazugehört. Auch für Quest. 8-stöckig. Das heißt ja dann, ja. Wir hätten dann bei Tribe Wars eine Mission. Also du darfst nicht vergessen, es sind ja immer nur halbe Stockwerke, wie du siehst. Ja, aber dann... Oh, jetzt hat's geleckt. Jo. Dann hat's... Oh, da wird gerade der Server gespeichert haben. Ja. Und dann hätten wir mit 8 Stockwerken hätten wir bei Tribe Wars hier diese Errungenschaft gekriegt. Mit 8 Stockwerken. Wie viel hast du, wo sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind schon bei 8. Ihr seid schon am 8. oben. So, achso, das da drüben habe ich auch noch nicht gezeigt. Also das hier wird ein Riesenlager. Und Flugdeck. Ich denke mal, da kommen ja bestimmt hier überall noch Schränke hin und so ein Zeug, ne, denke ich mal. Ja, natürlich. Also ich habe vor zumindest, also es und ich haben vor, im 4. Stockwerk die ganzen Betten hinzuflanschen. Wo geht's denn jetzt hier runter? Ach, hier vorne. Das Bettenlager oder was? Ja, sozusagen. Nee, das Bett, von mir aus auch so eine Art Wintergarten für das ganze Gedönse, weil es ja eh schon im Wasser. So, genau. Boah, oben drauf halt Flugdeck und ganz oben drauf aufs Dach kommen die Quetzel. Dann haben sie hier ein kleines Türmchen angebaut, warum auch immer, was das auch immer sein soll. Das Dynamo, da kannst du runtergehen, das ist eine kleine Überraschung im Keller. Eine kleine Überraschung im Keller. Oh, Kisten. Ach. 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 Und er fragt, ob wir Pfeile da haben. Okay. Ach, sag bloß, die sind voll. Die Steine zumindest und ein paar... Ah, hier ist eine Waffenkammer, oder was ist denn das? Ach ja, das sind Waffenkammer. Ja, so eine Art. Ist ja geil. Von Dynamo gebaut. Cool. Dynamo?
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Preis gewonnen. Nee, echt, sieht gut aus. So, was haben wir denn hier noch? Hier geht's rein in unser normales Gebäude, das kennt ihr ja schon. Da geht's hier hoch, hier sind die Betten. Was haben wir denn hier noch? Hier geht's noch hoch. Ich habe jetzt einfach mal einen Sack Reis vor der Tür und lasse jetzt einfach mal alle Türen auf. Jetzt haben sie hier einen ganz gefährlichen Abgrund gebaut, wenn du hier hochkletterst. Ganz gefährlicher Abgrund. Oh ja, Gott. Du könntest hier gleich das Loch runterfallen und dann bist du auch wieder. Ja, ich wollte ja Geländer hinbauen. Auf einmal stand da noch ein Schrank davor. So, und dann geht's halt hier aufs Dach. Ja. Und hier oben parken sie immer ihre komischen Flugdinos. Die kleinen. Oh, ja, super. Das Tor habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Ne? Hier hinten haben wir noch ein kleines Gehege, für was das auch immer sein soll. Warum? Ja, da musst du Janik fragen. Ja, da haben Nero und ich haben da ein paar Dinos nochmal untergebracht, weil hier öfters mal Sarkos gespawnt sind und die haben sich an manchen Stellen durch die Wände durchgebissen. Ah, okay. Da haben wir die nochmal extra untergebracht und wir hatten sie jetzt eigentlich schon dass das hier hinten auch ein bisschen verstärkt ist. Okay, privat. Privat, hier gibt's nichts Privates. Kein Zutritt. Guck mal, kein Zutritt, gehen wir doch mal rein. Ja, hier gibt's auch noch. Ach, das ist Nero, glaube ich, sein kleines Lager hier. Ja, Nero und Yannix. Also, das ist so eine Art, wie nennen die das nochmal, Vorproduktion. Yep. Oh, der Thron ist ja, ist majestätisch. Komisch deplatziert, würde ich sagen. Weil du kannst eigentlich nur aufs Dach gucken. Fertig. Oh. 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 Oh, jetzt habe ich die Leiter repariert. Okay, das. Also das funktioniert sehr gut, ja. So. Sprich doch einfach alle aus dem Fenster. Das ist so einfacher. Okay, was ist denn noch? Achso, jetzt haben wir hier die los. Ja. Achso, hier Käfig wollte ich nochmal reingucken. Also hier die Umzäunung, die ist auch neu. Und das wird halt unser kleiner Hafen hier sozusagen, auf jeden Fall. Und dann geht es hier immer weiter. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass das hier der Hafen ist. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt. Dann bauen wir hier einen Weg raus. Da geht es hier hinten in den Wald rein und zweigt sich dann. Und da kommt irgendwo da hinten auf der Map dann eine große Burg hin. Und dazwischen noch ein paar Dörfer oder so. Mal gucken. Da haben wir noch viel zu tun, ja. Wird, es wird. Und ja, gucken wir nochmal hier rein, ob hier was Neues drin ist. In unser Gehege. Ja, dieses Kugelvieh. Haufen Dodos. Lalala, mimimi. Spooky, hier drin sind auch nochmal die los, lieber Noxy. Ja, die kommen ja alle raus. Die kommen ja alle raus. Die müssen freistehend sein. Ja, dann haben wir hier noch Schildkröte. Dann haben wir hier noch einen Trike. Dann haben wir hier einen Stego, der am Arsch des Trikes steckt. Dann haben wir hier noch einen Raptor, der im Stego, der seinen Kopf im Arsch vom Trike hat, in seinem Kopf drin. Was? Und dann. Ja, hier noch man weiß nicht, wo der eine anfängt und der andere aufhört. Genau. So, ist sehr geil. Nur kurz, ganz kurz, liebe Ark-Entwickler, wenn ihr das sehen solltet, jetzt habt ihr es gerade wieder gehört, wir brauchen unbedingt, nachdem es jetzt den Wintergarten gab, wir brauchen wirklich unbedingt ein DNA-Labor. Bitte, lass es uns tun. Das wäre ja geil, wenn du noch so züchten könntest, so Dinos auf deine Art oder wie du willst. Ja, zum Beispiel ein Giganotto mit Flügeln, der Feuer speit. Ja, und so guckst. Und Schleim spuckt. Nein, so. Und Bienen pupst. Na, und Säure, brennende Bienen, und Säure spuckt wie ein Dodo. Ja, und so groß ist wie ein Dumorphodon. Okay, du wolltest mir jetzt noch was zeigen, lieber Noxy. Da stand immer irgendwas, das fliegen kann. Ja, und da müssen wir halt echt mal gucken, wie man da jetzt irgendwie hinkommen, in den nächsten drei Parts zumindest. Ich hätte gerne mal, ich hätte aber gerne ein Flugvieh, was ein bisschen mehr hat als 8,50. Ich habe das letzte Mal schon meine Erfahrung gemacht. Haben wir da auch ein anderes Flugvieh irgendwo? Keine Ahnung, aber ich habe auch nicht unbedingt mehr. Ich glaube nicht. Hier war nichts. Gute Messer. Ich gucke noch mal kurz da hinten bei Nero. Da gibt's wieder deine. Nope, da ist auch nichts. Okay, gut, dann muss ich wohl den 58er nehmen. Und dann muss ich halt wieder öfters Pausen machen. Ja, macht ja nichts. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch nur, wie viel Stamina habe ich denn? Moment. 528. Okay. Daher. Ich komme auf 460. Okay, dann würde ich sagen. Ich flieg schon mal vor. Warte, ja, du mal, weißt, der, wo es ist.
der Flugdino, der hat ein Level. Auf was soll ich denn den trimmen? Auf Stamina, denke ich mal. Ja? Nee. Je nachdem. Oder Geschwindigkeit? Soll er zum Kämpfen oder als Jet dienen? Weiß ich nicht. Also entweder Movement Speed und Stamina oder halt Stamina und... Movement Speed und Stamina oder Leben und Angriff. Würde ich sagen, mache ich erstmal ein bisschen Stamina, dass ich nicht immer so oft absetzen muss. So. Können wir? So, ja. Noxy ist der Vogel. Ja, komm. Der rote Vogel, gut. Der rote. So, immer geradeaus eigentlich. Ja, ihr habt jetzt gerade ein Déjà-vu, ich weiß, wir fliegen. Weil wir müssen ungefähr zur 43, 33. Da erwartet dich eine kleine Überraschung, Onkel, wie hat Joe gesagt. Euch, das die Zuschauer natürlich auch. Ja, natürlich, euch sowieso. Ja, und das Geile ist ja mit dem Drachen, apropos die Idee, die könnte jetzt diesmal klappen, wenn wir dann mal dazu die ganzen Sachen haben, die wir bräuchten, um das uns zu erleichtern eben. Weil der liebe Sergeant, der hat sich auf den Weg gemacht. Das habe ich ja schon im letzten Mal, wenn wir noch auf der Reise waren, habe ich das schon gesagt. Der Sergeant findet das schon und er hat wirklich zwei Stellen gefunden, wo Trikes, nee, Drachen. Oh, warte mal, es ruckelt gerade heftig. Oh, ich stehen. Ja. Wo es Drachen gibt. Deswegen, da können wir hinfliegen und dann gibt es da wenigstens diesmal einen Drachen und müssen nicht blind durch die Map fliegen. Richtig. Wollen wir hoffen zumindest. Ja. Ja, wir haben heute Mittwoch und am Samstag, also noch der Mittwoch vorm Livestream, liebe Freunde. Ja, dass wir noch Mittwoch haben. Und wir freuen uns schon riesig auf den Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Aber der Part hier, der wird sowieso nach dem Livestream kommen. Also gestern war der Livestream, es hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Freunde. Wir waren sehr produktiv. Achso, warte mal. Ich habe gerade nicht auf Wir haben einen Alpha. Stamina. Aber doch nicht jetzt, wo ich hier meine Stamina aufhöre, oder? Achso, ja, oh Scheiße, habt ihr was zu essen? Nö. Nee. Was gibt's denn? Weiß ja, ich nicht, hast du was? Wenn die Folge hier am Sonntag rauskommt, werden wir gestern sehr produktiv gewesen worden sein. Gewesen worden hatten. Warum sagst du das denn? Nee, aber ich muss doch mal zurückfliegen. Weil ich brauche was zu essen. Warum? Brauchst du nicht? Sag mal ein paar Bären. Ach nee, nicht Bären fressen. Du brauchst eh. Na komm. Onkel, komm, wir finden gleich was. Aber lass es mal zu so einem kleinen Punkt gehen. Ich habe aber wirklich nur noch einen ganz kleinen Fitzel. Ach, du hast doch genug Leben. Komm. Sergeant ist da. Yannick? Ich bin auch immer noch vorgeflogen. Mehr oder weniger. Immer noch! Der Vogel ist verdammt langsam. Ach stimmt, ja, wir sind dich wahrscheinlich eh gleich. Ich bin jetzt mal ein bisschen in die Ego-Perspektive gegangen, eben gerade mal ein bisschen zu beobachten, ja. Ja, das ist bei Pteranodon immer so eine Sache für sich mit dem scheiß Horn da oben drauf. Richtig. Das ist ja wurscht, aber so habe ich den scheiß Pteranodon vor mir. Da habe ich nur ein Horn vor mir. Das ist Sergeant. Ach, ohne ist Onkel. Ich bin da, ja. Da kommen wir Richtung Wasser und dann immer schön am Wasser lang. Da kannst du vielleicht sogar ein bisschen Wasser lassen. Wegen mir braucht ihr euch keine Gedanken machen. Mein Vogel hat genug Stamina. Ja gut, du bist auch Level 178 oder sowas. Ja eben, also musst du dir ja um uns Sorgen machen. Nö, ich kenne den Weg. Also müssen wir uns alle eigentlich nur Gedanken um dich machen. Warte mal, ich muss mal kurz Stamina auffüllen. Ja, kein Ding. Sergeant, fliegst du schon mal vor, aber denk dran, nicht reingehen. Ja, kann ich machen. Bleib einfach draußen. Oh, nein. Ich habe was gefunden. Drache? Nein. Drachenei? Oder Gallimimus? Galli. Ein schöner Galli. Ein roter. Zirkus Halligalli. Wo ist denn jetzt Sergeant hingeflogen? Ach, lass den, der hängt da ohne, der will einen Gallimimus mitnehmen. Nee. Onkel? Ach, da ohne. Komm ein bisschen höher, Onkel. Ich will gerade gucken, wo Sergeant ist. Ja, ich bin der über ist rechts dir. Von dir. Was? Hinter dir. Ja, Onkel, siehst du mich? Nein. Ach, da. Ja. Ja. Na komm. Ach, guck mal, da ist Yannick. Oder? Ist er besetzt oder unbesetzt? Er ist besetzt. Haha, da ist er ja. Jupp, ich sag doch, ihr holt mich noch ein. Oh, was sind das hier? Das ist mal ein Berg. Nein, diese. Hört er nicht die Schritte? Ich will's nicht wissen. Ich will's wissen. Ja, da muss ich jetzt kontrollieren, weil wenn hier große Schritte sind. Da unten fallen Bäume um.
Oh Gott. Der ein oder andere Pronto eben. Das war ein Pronto, ja. Oh Gott. So, da kommt man wieder hoch, Kinders. Ach Mann. Warte, Sergeant. Boah, Alter, jetzt hast du schon übelst erschrocken. Ich weiß ja, wo lang es geht. Ja, trotzdem, kommen wir alle zusammen. Dann warten wir alle. Ich muss sagen, das Fliegen macht in Ego-Perspektive nochmal mehr Spaß. Ja, wenn das Horn nicht wäre. Das Horn ist doch scheißegal, Mann. Ja, du kannst dich damit identifizieren, ist mir klar. Ich muss Stamina. Hä? Schon wieder? Wir waren doch eben erst. Ja, warte, ich komm zu dir. Komm, kuscheln. Guten Tag, wie geht's so? So, kannst weiter fliegen, wenn du möchtest. Ah ja, eigentlich bin ich quasi gut. Na ja, komm. Erst oben oder erst unten? Erst unten. Deswegen warte mal vom Eingang. Was ist denn jetzt? Ah, ich bin hier direkt vorne. Hinter dir. Ach so, ja, das auch. Ach da. Oh, ein Dodo. Du kennst? Ein Dodo, sag ich schon. Onkel, hier unten landen. Und dann gehen wir rein. Also so, mit den Viechern. Na komm. Okay. Gut. Das sieht so affig aus, wie die Viecher laufen. Gänsemarsch. Knack. Echt, laufen wir jetzt wirklich im Gänsemarsch? Ja. Cool. Muss mal Karte drücken, das sieht so genial aus. Onkel? Ja? Halt er den Feinripp fest. Willkommen in der Arena. Arena? Alter, das ist ja wirklich eine Höhle. Das ist der gesamte Berg, den du auf der Karte siehst. Die Höhle geht unter dem gesamten Berg durch. Hat nur einen Eingang und einen Riesensee. Komm mal nach oben. Das, meine lieben Freunde, werden später von irgendwelchen Wettkämpfen der Austragungsort sein. Richtig. Geil. Alter. Geil, ich bin mal richtig fasziniert gerade. Onkel, darf ich dich noch mal kurz entführen? Warte mal, ich will gucken. Ich bin gerade perplex. Geil aus. Was? Perplex? Was? Perplex, was? Das ist ja mega geil, Alter. Ja. Und Onkel, komm mal mit. Dann lässt mich einfach nicht gucken. Nein, noch ganz kurz. Man kann sich ja auch... wo bist du? Ich flieg hier rum. Was? Darum? Ja, da hinten ist so eine Hawaii-Bar. Also so eine Tiki-Bar wäre ganz geil, weißt du? Jetzt fehlt eigentlich die Titelmelodie von Braveheart hier drin. Ja, meinst du hier unten? Krass. Geil, hä? Also du findest ja alles mögliche an Ressourcen, von Kristall über Öl, Stein, Baum, alles. Alter. Es gibt halt kaum Tiere, ne? Aber komm mal mit. Ich zeig dir mal ganz kurz was. Ja, nee, das ist Sergeant. Da hinten ist Patrick. Ich bin ja. Der ist irgendwo in der Nähe. Ja, ich weiß, dass du da bist, deswegen... hab ich's Onkel, gesagt. Oh. Wenn du hier bist, siehst du irgendwas Auffallendes? Direkt vor mir. Geht auch nochmal unten durch, oder? Ja, komm mal mit. Da kannst du dich komplett einzimmern. War hier. Hier kannst du eine komplette Basis errichten. Und du bist abgeschotten von allem. Total geil. Nice, ja. Total cool. Es sieht geil das aus, wie wenn du hier irgendwas baust. Da kommen dann unten alle mit den Flugdinos reingeflogen. Oh, ich krieg XP. Ja, ich verhungere gleich. Ich sammle mal ein paar Beeren. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal tun. Wenn du zwei Schritte vorgehen würdest, dann würde das gehen. Ich würde sagen, wie es weitergeht und die zweite Überraschung für Onkel und euch, sehen wir erst morgen. Macht, ne, Onkel, ne? Du kamst jetzt abgehackt, du hast jetzt bestimmt mach's gut gesagt, oder?
Nee, fast. Nur fast, ne? Du bist. Also, ne? Achso, stimmt ja. Ja, genau. Und ja, da würde ich sagen, beenden wir den Part, wie das Noxy jetzt schon gesagt hat. Morgen schauen wir dann, was da noch so hier alle da so und so. Und ja, alle Kanäle unten in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein, guckt einfach mal drauf. Und ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschaußen. Tschüss.